Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Wolfsbach. Ja, ein bisschen habe ich weitergebaut in der Zwischenzeit. Nicht viel. Ich habe hier drüben Wände hochgezogen. Ich habe hier angefangen, den Dachstuhl anzusetzen. Ja, hier beim Schneider. Da habe ich hier die Wände mal eingezogen. Aber ich werde definitiv nicht so viele Sachen lassen. Sicherlich nicht. Ich habe mir gedacht, wir werden hier ein größeres machen. Hier werde ich ein größeres lassen. Ich habe mir das jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Und werde hier zwei kleine machen. Das ist einfach zu viel Fenster. Ja, das ist einfach viel zu viel. So. Das reicht völlig. Ja, und hier auch. Hier habe ich mir auch überlegt, okay, soll ich hier ein großes machen? Aber hier ist er schon ein großes. Ich würde sagen, wir werden hier auch verkleinern. Jetzt ist die Frage. Eher am Anfang, ne? So. Ja, weil dann haben wir noch mehr. Dann haben wir noch mehr Licht hier. Weil hier ist eh so viel Licht durch dieses Fenster. Hier haben wir eben schon ein kleineres. Ja, und dann haben wir hierbei so parallel führend diese zwei Fenster. Und hier noch ein großes, damit hier wirklich auch ein bisschen mehr Licht reinkommt zum Arbeiten. Ja, damit der Raum auch wirklich durchflutet wird. Ja. Und hier natürlich so ein bisschen so ein Ausstellungsfenster. Dann kommt man hier rein. Und wir werden das in so zwei Bereiche aufteilen. Also so wird das passieren. Hier. Akazie. So. So Pi mal Daumen. War das meine Vorstellung? So, genau. Das war so meine Vorstellung, dass man hier können die, hier können die Arbeiter ran, also hier können die Mitarbeiter ran, die hier, die Schneider, ne, die können hier reingehen und können sich dann hier hinten aufteilen. Hier steht dann der oder diejenige, die gerade Zeit hat zum Verkaufen. Hier werden Webstühle stehen, na, da drüben werden Webstühle stehen. Hier wird man schneidern können, ja, hier wird man Sachen schneidern können. Ja, und die Kollektionen werden wir hier hinten, werden wir die Kollektionen aufstellen. Da werden wir dann so Rüstungsständer holen, ne, Kleiderständer holen, werden hier die Kollektionen aufstellen. Ja, und dann kann man halt sagen, so, ja, dann kann man halt shoppen, kann man sagen, okay, ne, oder hier werden wir noch zwei Puppen hinstellen. Einfach damit man das hier genießen kann, damit man eben beim Schneider direkt seine Sachen kaufen kann. So, schlafen gehen, es ist Nacht. So, okidoki. Dann würde ich sprechen hoch. Und das wird ein Tropendach und hier müssen wir aufpassen. Ich würde hier gerne hinten anfangen mit dem Tropendach. Das wird nämlich diesmal sehr speziell, also sehr speziell, aber es wird diesmal etwas komisch werden, weil wir nur einen kleinen Bruchteil haben. Ein kleiner Bruchteil des Daches ist relativ groß, also der hintere, ne, der ist ja fast, ja, ein Drittel größer. Und der vordere Teil des Daches ist relativ klein. Und ja, da wird es jetzt natürlich spannend. Was ist denn heute los mit dem Verbauen? Merkastadur. So nicht. Nö. Wir werden uns nicht der verbauerischen Natur hingeben. Wir werden immer schön brav bauen. Keine Baufehler. Baufehler sind bei. Jetzt falle ich wieder vom Dach. ach Gott. Kinder, was ist hier los? So nicht. So tut man aber nicht tun. So, wir müssen hier ein bisschen höher gehen. Auch wenn es mir eigentlich nicht so gefällt, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt nicht der Fan davon, dass wir hier das so machen müssen. Nein, ich muss das eine tiefer, das hilft nichts. Das ist kein Satteldach. Das ist sonst kein Satteldach. Ihr Lieben, nö, das geht nicht. Wir müssen eins tiefer.
und wir müssen das Satteldach hier schon ansetzen, sonst wird es kein Satteldach. Und wir müssen einfach hinten dann irgendwie hochschummeln. Ja, jetzt sind wir wieder bei einem Satteldach von der Höhe her. Ja, wir müssen hinten einfach dann die Höhe dazu schummeln, aber das geht. Also schummeln, was heißt schummeln? Wir bauen das ja ordentlich. Wir bauen das ja ordnungsgemäß, aber wir müssen halt schauen, wie wir das richtig bauen, dass das in Ordnung ist. So. Wir bauen ja ordnungsgemäß. So, hoppala. Hier sind wir ja schon am Ende. So. Okay, das heißt, das ist auch falsch. So. Jetzt ist es richtig. Gut. Okay, und jetzt müssen wir hier wieder ein neues Konzept aus dem Hut zaubern. Und ja, ich weiß, ich muss noch unbedingt hier ausleuchten. Das ist ganz wichtig. Sonst haben wir hier wirklich die Monsters am Hintern kleben. Und keiner will die Monsters am Hintern kleben haben. Nö, 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 nö. So, eins, das ist wieder die altbewährte Formel. 1, 2, 3. Und dann fangen wir an mit 2, 2. Das ist immer eine gute Formel. So. Und jetzt ist die Frage, ein Dreiergespann oder sollen wir die 5 zumachen? Schauen wir uns das Ganze mal von hier an. Das ist fast kein Satteldach mehr. Ja, man kann es aber noch lassen. Es ist in Ordnung. Es ist okay. Man kann es so noch lassen. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's extrem interessant. Weil bis hierhin, glaube ich, ist es jedem klar. Dann hier noch die verkehrte Version draufkleben. Das ist auch jedem noch klar. Genau, weil jetzt sind wir hier, ne? Und hier drauf kommt ja von hier hinten nur noch Halbstufen drauf. Also hier wäre Schluss mit lustig. Laut unserer Dachbauerei hier. Aber das ist ja laut dem, was wir hier gebaut haben, aber nicht möglich. Jetzt müssen wir eine Lösung finden, wie wir das hier, also wie wir diese zwei noch rechtfertigen. Also wie wir hier sozusagen noch um die Ecke kommen. So. Weil das gibt's ja dann hier nicht mehr. Ne? Das ist ja hier eigentlich, das, was ich hier baue, ist ja hier schon gar nicht mehr drin. Ne? So. Und jetzt müssen wir zusehen, wie wir das schaffen. Und zwar, wir würden ja jetzt dann hier so ankommen. So würden wir hier ankommen. Und jetzt wäre hier noch eins höher. Genau. So, das und hier ist ja dann schon die goldene Mitte. So, das ist schon die Mitte. Das ist der höchste Punkt von dem Dach. Jetzt müssen wir zusehen, wie wir vom höchsten Punkt von dem Dach übergehen in den höchsten Punkt von dem Dach. Ja, und jetzt, das ist halt jetzt das Spannende. Jetzt müssen wir zusehen, wie wir das machen. Weil wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sagen tue, pass auf, wir machen das so und gehen dann hier quasi über. Das sieht mal von innen gar nicht so verkehrt aus. Jetzt sehen wir uns das mal an, wie wir das draußen machen. Also Dächer bauen ist immer wieder spannend. Man weiß nie, wie man es richtig oder falsch macht. So, dann ziehe ich das hier gleich mal fertig. Das sieht jetzt zwar komisch aus, aber es ist leider nun mal die Qual der Wahl. Das ist jetzt schon der höchste Punkt. Die Frage, ob es so nicht klüger ist. Ja, so sieht es besser aus. Okay. Das ist jetzt der höchste Punkt von da. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch die niedrigeren Punkte hier so zuziehen. Warte, das ist der höchste Punkt. Das heißt, ich darf nicht weiter als bis hierher gehen.
So. Hier ist es dasselbe. Hier ist das höchste Punkt der. Und jetzt muss man vorsichtig sein, weil hier kommt jetzt quasi die andere Seite des Daches hier an. Genau. Okay. Das wäre hier. Und jetzt schauen wir uns an, wie das weitergeht. Ja, total. Also, es hört sich banal an, aber ich finde das immer wieder spannend. Wie sich das immer wieder dann doch irgendwie ausgeht. So, bis hierhin. So. Und das hier wäre ja dann hier. So, das spinnen wir jetzt auch weiter. Bis noch, also bis zu dem Scheitelpunkt hier. Und warum sehe ich da unten schon einen... Ich sehe da unten schon einen Zombie, aber der dürfte in der Mauer sein. Der dürfte irgendwo unter der Mauer sein. Okay. Also, das wäre dann hier quasi die Verbindung. Sieht jetzt zwar etwas komisch aus. Okay. Ich weiß schon, wo mein Fehler liegt. Mein Fehler liegt hier. Ab hier liegt mein Fehler. Oder? Nein, warte. Es stimmt schon. Es stimmt schon. Ich glaube, die Höhe darf ich ja noch vorziehen. Upp. No. Ho, hopf. So. Hier stimmt's ja noch. Jetzt ist aber die Frage, stimmt's hier noch? Nee, nur mehr der untere stimmt. Das obere muss ich wegreißen. Okay. Das obere muss ich wegreißen. So, das obere darf nur bis hierhin. Bis hierhin. Schauen wir uns das an. Habe ich hier noch irgendwelche Bauteile? Nee, passt. Alles gut. Das darf ja nur bis hier hinkommen, weil hier endet das Dach und es beginnt das Dach. Hier beginnt's. Warte. So. Und so. So, aus. Schluss. Hier Schluss. Weil hier... Genau, und hier ist genau der Übergang. Oh, hoppla. Jetzt muss ich das nochmal machen. So. Genau hier. So. Das nochmal kurz wegmachen. Ja, genau hier ist der Übergang vom einen Dach ins das nächste. Ja, das sieht gut aus. Man könnte den Übergang natürlich jetzt auch noch eins vorrutschen, aber ich finde, es sieht so besser aus. Auch am Dach oben sieht das, glaube ich, besser aus so. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Definitiv. So. Jetzt machen wir hier schnell noch auf der Seite den Vorschub. Warte, wie weit? Ja, so ein Stückchen noch. Ja, so bis hierhin. Dann gleich rückwärts auch. Hä? No. Achso, ich bin... okay, ich stehe da am Turm an. Deswegen. So. Okay. Wir müssen schlafen und ich brauche Material. Das trifft sich sehr gut. Schlafen und dann Material holen. Ach ja, immer diese Kreissäge so in der Nähe der Beine zu haben, ist total entspannt beim Schlafen. Da weiß man immer, dass man am nächsten Tag wohlwollend aufsteht. So. Habe ich alles schon verbaut? Ich hab gerade einen Stack Tropenholz hier verarbeitet. Wow. Wow. Okay. Ja gut, ist so. Dann verbraten wir noch, was wir haben. Klatschen das da in die Holzkiste hinein und verbauen noch, was wir haben. Und dann holen wir welches. Ist ja keine Tragik. Wir haben. So, ich möchte eigentlich nur den Übergang hier fertig bekommen. So, und hier ist Schluss. Hier ist jetzt der Übergang. So. Genau. Und wenn ich jetzt hier gucke, das... Achso, warte. Ja. Warte mal. So, so, so. Jetzt kann ich das und das sowieso mal wegklopfen. Weil
Ich habe einen Ball, nee, Blödsinn. Weil wir haben hier, hier kommt ja sowieso dann noch Dingen ran. Hier wird ja dann die Wand hochgezogen. Okay, das heißt, das ist noch gültig, das ist noch gültig und das dann nicht mehr. Okay, Doc. Und das sind ja sowieso drei. Das heißt, hier wäre auch drei und hier wäre auch noch eins. Okay, gut. Das wollte ich markiert haben. Okay. Passt. Jetzt geht es hier nämlich in das über. Hier geht es über. Hier sieht man den Übergang. Hier ist es nur eins breit und hier zwei. Und hier ist auch dieser Übergang. Hier ist es eins breit und hier zwei. Und der Übergang ist genau hier. Genau wo auch hier ist. Von eins in zwei. Von 1 in 2. Also wir sind genau parallel. Das stimmt so. Das ist in bester Ordnung alles. Ja, und hier, jetzt müssen wir hier noch zuziehen. Dann hier noch so eine Runde. Und da oben noch eine Runde. Und dann haben wir es. Und dann natürlich nach hinten noch fertig. Gut, dann würde ich sprechen. Wir verbraten noch mal, was wir haben. Also wirklich, meine Beine werden es mir nicht danken eines Tages. Wenn ich immer so von den Dächern runterfalle, da werden die Beine eines Tages sagen so, nö, mit uns nicht. Nie wieder, nö, nö, nö. Ja, ja. Ach ja, hier ist übrigens noch Platz. Hier ist noch Platz für einen neuen Bürgermeister. Ja, wir haben es Anfang Februar. Anfang Februar, Leute, es wird bald ernst. Ende April, Mai, Anfang Mai, wie jedes Jahr, machen wir, oh, ich wollte ja Holz holen und nicht nach oben, ja, da steigt wieder eine Wahl hier, da steigt dann wieder eine Party. Warte, ich nehme aber gleich Akazie auch mit, weil ich ja das Dach drüben dann, ja, okay. Ja. Möchte ich nur gleich mal wieder ein bisschen so in Erinnerung rufen. Ja. Möchte ich euch in Erinnerung rufen, dass da eine Wahl wartet, die geschlagen werden möchte. Also kein Wahl, der geschlagen werden möchte, sondern eine Wahl, die ausgefochten werden möchte. Sagen wir es so, damit es keine Missverständnisse hier gibt. Wir schlagen keine Wale. Ganz bestimmt nicht. Wir haben die Wale lieb. Wir haben die Wale lieb. So. Genau. Wir haben die Wale lieb. Und auch die Wahl haben wir lieb. Und deswegen wird es auch eine geben. Natürlich wieder mit Wahlaufgaben und allem Drums und Drums. Ja. Vielleicht entscheidet sich ja jetzt gerade der ein oder andere dafür oder dagegen, bei so einer Wahl mitzumachen. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Dementsprechend schicke ich euch jetzt gleich mal hier so Gedanken, damit ihr schon mal anfangen könnt zu entscheiden, ob ihr vielleicht dieses Jahr sogar mitmacht. Ja, kann man ja machen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Du Böser! Du Böser! Alter! Hinfort, Bösewicht! Arg, ich hätte doch vorher ausleuchten sollen. Ich habe mich wieder auf mein Glück verlassen. Da habe ich mich mal wieder auf mein Glück verlassen und das hätte mich jetzt fast verlassen. So. Machen wir drüben auch gleich. So, sicher ist sicher. Und ich werde mal hier auch welche machen. So. Ist die Frage.
Frage, ob ich das dann gleich so lasse. Wie sieht es denn hier aus? Block 10. 9. Ah, okay. Block 8. 9, 8. Okay, das geht sich hier noch schön aus. Okay. Ja, das passt soweit. Ja, das sieht man. Wenn man's wieder mal nicht gleich macht, das ist jedes Mal dasselbe mit mir. Das siegt immer so quasi der... Aua. Das siegt immer so ein wenig die Euphorie. So, das siegt immer so ein wenig die Euphorie. So. Habe ich es jetzt richtig? Nö, falsch. Ich wollte ja wissen, ob sich das ausgeht. Ja, ja, klar geht sich das aus. Und jetzt kommt sowieso noch eine Schicht. Okay. Genau, das wollten wir ja fertig machen. So. Ja, das siegt immer ein bisschen so die Euphorie. Da muss ich mich immer selber ein bisschen bremsen. Und gut, dass ich jetzt nochmal geschaut habe. Und da liegt irgendwo noch Holz. So. Ja, man freut sich, dass man schon so weit ist, ne? Und dann, ja, dann kommt halt doch so ein kleiner Fehler. Schleicht sich dann da an. Und da muss man halt aufpassen. So. Das war nicht geplant. So. So. Okay. Das passt mal. Jetzt bin ich mir hier nicht sicher. Hier habe ich ja nichts mehr dazwischen. Hier habe ich ja keinen... Genau, hier habe ich nichts dazwischen. Das heißt, rein theoretisch kann ich ja das schon mal hier anzeichnen. Der höchste Punkt ist das. Das heißt, ich bekomme hier... Okay. Mhm. Alles klar. Na, geht sich leider nicht aus. Das ist dann der höchste Punkt. Achso, Blödsinn. Das ist dann der höchste Punkt. Schade. Ja, geht sich anders nicht aus. Müssen wir so machen. So, das machen wir von unten. Das ist immer besser. So. Genau, jetzt ist hier natürlich schon zu. Leider geht es sich nicht aus mit dem roten hier Keramikstein. Leider. Ja, schade. Aber ist so. So. Gerüst. Da helfen wir uns hier so aus. Dann können wir hier auch schon mal so. Wenn ich schon dabei bin, mache ich das jetzt gleich nochmal bis hier rüber. So, das müsste sich jetzt auch ausgehen. Ja, genau. Perfekt. Dann kriegt das hier noch ein kleines Fenster. So, 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 so. Okay. Ja, genau, dann hat das da oben noch so ein kleines Fensterchen. Oder lassen wir das? Lassen wir es. Wir haben so viele Fenster. Es reicht. Es reicht mehr als hin. Es reicht mehr als hin. So. Hoppala. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Und das Bett ziehen wir uns auch gleich. Wir schlafen am Dach. Wir schlafen gleich am Dach. Da ist es schon Zeit. Zack. Oh, eins von zwei Spielern. Da hat sich jemand dazwischen. Der gute Logan. Der Logan ist da. Sehr schön. Hallihallo, lieber Logan. Schön, dass du da bist. Da hat er sich auf den Server rauf geschlichen. Und ich trinke schnell einen Schluck, ihr Lieben. So. Jetzt habe ich schnell einen Schluck getrunken. Das ist ganz wichtig. Sonst verdurste ich noch hier. So, dann können wir hier weitermachen.
So, was fehlt hier noch? Nur noch die Strecke hier? Was? Wegen zwei Stück? Was? Wegen zwei Stück? Schau mal in die Holzkiste. Nö, leider. Ah, wegen zwei Stück. Tja, wegen zwei Stück machen wir sechs Stück. So ist das. Okay. Schauen wir mal, ob wir wirklich alles haben, ob ich mich jetzt einfach nur versehen habe. Also, die Linien sind alle fertig. Die Linien sind auch alle fertig. Jetzt kontrolliere ich das große Dach nochmal. Ja, wir sind fertig. Tatsache. So, da baue ich das oberste Stück ab, damit dann das nicht hier oben hängen bleibt im Fall der Fälle. Gut, dann kann ich das Gerüst abreißen. Ja, sehr schön. Ja, passt, weil jetzt ist auch die farbliche Abstimmung nicht schlecht. Normale Keramik mit der orangen und mit der roten Keramik. Jetzt geht das so ein bisschen einher. Und hier haben wir auch hier von dem dunklen über das helle wieder ein etwas dunkleres. Jetzt haben wir hier auch so ein bisschen von der Farbgebung her. Ist es gar nicht mal so schlecht. Ist ganz gut, was wir hier gemacht haben. So, nicht wundern. Ich habe ganz absichtlich hier die Schneiderei ein bisschen höher gebaut. Damit wir auch vom Dachniveau her uns ein bisschen unterscheiden. So. Machen wir hier gleich so und so, damit wir das fertig haben. Zack. Zack. Okay. Gut. Läuft. Schälen wir mal schnell hier die Stämme. Schälen wir mal das Ganze. Da habe ich eins übersehen. Okay, gut. Jetzt wird es interessant, wie wir das Dach hier drauf friemeln. Das wird jetzt interessant. Da kommt es jetzt darauf an. Da kommt es jetzt wirklich darauf an, ob wir einen Einschuss ins Dach machen. Ich glaube, wir machen einen Einschuss ins Dach. Ja, wir machen hier einen Einschluss ins Dach. Das wird jetzt total interessant, das möchte ich in der Folge mit euch noch anfangen, um euch zu zeigen, wie das geht. Das ist echt eine interessante Geschichte, so einen Einschluss ins Dach zu machen. Es ist umso einfacher, umso ähnlicher das Gebäude, also quasi wenn beide Ecken ähnlich sind, umso einfacher wird es. Aber ich zeige euch das. Total gut, so ein Einschluss. So, und den Rest noch hier in. So, das könnten ein bisschen zu wenig von denen sein. Machen wir es mal so, und dann so, ja, komm. Okay, probieren wir das. Probieren wir das. Das möchte ich mit euch jetzt noch anfangen, um euch zu zeigen, wie ich das meine. Also das Hauptdach soll genauso gehen wie das hier. Also das soll wieder hier so anfangen. Soll sich hier so ums Eck schleichen. Hä? So, genau. Und im Endeffekt soll auch hier jetzt ein Dach entstehen. Also auch hier so. Wisst ihr, was ich meine? Wow, Frauen haben lange Beine. Das kann ich euch hier und jetzt mal so zeigen, das Dach. So, genau. Jetzt haben wir es hier mal und hier mal angefangen. So, genau. Jetzt müssen wir hier noch hinten den Anfang setzen, damit das alles seinen Sinn hat.
Hier würde ich wieder die 3. Hier würde ich wieder die 3 nehmen. Als. Ja, genau, als Standard. Hier werde ich nur 2 wählen. Das ist eh schon sehr, sehr groß. Hier wieder die. No. Hier würde ich wieder die 3 wählen. Und auch hier schnell den Anfang setzen. So. Ich weiß, wir sind schon wieder bei der halben Stunde, aber ich möchte das so gerne noch jetzt schnell in der Folge mit euch machen. Weil dann kann ich beim nächsten Mal das einfach fertig ziehen. Und dann passt das. So, wir werden auch hier dieses Dreierformat wählen, das ist ganz gut. Jetzt sind wir hier mit dem Dach um eines höher als das andere Gebäude. Obwohl wir einen Block höher sind, also das ist genial, ne? Wir sind hier einen Block höher, aber oben sind wir nur einen halben Block höher. Also ich finde das total gut. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie das im Endeffekt jetzt zusammenspielt. So, also wir bauen jetzt mal bis hierhin. Und wir bauen hier bis hierhin. So, und im Endeffekt bestimmen wir jetzt die Höhe von hier. Also, wir bestimmen jetzt die Höhe von hier, was ja quasi so wäre. Das können wir schon mal bauen. Und das hier können wir auch schon mal bauen. So, zack, 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 zack. So, und jetzt müssen wir die Höhe von diesem Teil hier bestimmen. Wo ich sagen würde, dass... Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, das ist ein gutes kleines Satteldach. Das passt sehr gut hinan. Das passt sehr gut hinan. Wie viel graue Keramik haben wir noch? Oh ja, gut. Habe ja noch ein bisschen was nachgeholt. Das geht. Hussa! So. Das heißt, wir können gleich hier das ein bisschen so ausradieren. So und so. So, so, so. Genau. Und hier machen wir es halt wieder wie vorne. Es geht halt leider nicht anders. Machen wir gleich so. Aber die Mitte, die wahre Mitte ist halt die. Das da unten stimmt ja nicht. So. Und jetzt müssen wir das so in die Mitte ziehen. So. So. Das ist jetzt die Mitte. Und jetzt wird es spannend. Hier ist es dasselbe. Hier kann ich gleich auslassen. So, so. Und hier würde das Dach jetzt so weitergehen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen friemeln. Da wird das Dach ausgespart. Jetzt gehen wir mit dem nächsten wieder zurück. Und das nächste wäre hier. So. Und von der Seite kämen wir ja so. So. Genau, und hier trifft sich jetzt das Dach. Hier trifft sich jetzt das Dach. Und wenn ich jetzt hier so mache, dann sieht das Dach so aus. Ja? Und damit das Dach hier aber wirklich Sinn macht, nehmen wir hier knallhart einen ganzen Block. Jetzt ist nämlich das Dach auf der Seite zu. Es ist oben zu und auf der Seite zu. Und wir haben hier am Anfang so ein schönes, so eine schöne Schiene, die aber dann jetzt hier im weiteren Verlauf nicht mehr auffällt. Ja. Sieht man jetzt gleich. Warte. Hüssa! Weil jetzt machen wir knallhart einfach diesen hier. Wir machen knallhart einfach diesen hier. Und wir müssen schlafen. Schnell mal schlafen. Und ich trinke wieder schnell, damit meine Stimme hier nicht absackt. So, da haben wir geschlafen. Da haben wir geschlafen. Zack, Bett mit. So, und jetzt kann man hier erkennen, das wäre jetzt quasi das Letzte. Warte, dann machen wir noch schnell ein paar Stück von denen. Ja, ich weiß, ich überziehe schon wieder.
So, zack, schnell runter hier. Der Gärtner überzieht schon wieder die Folgen. Ja, ich weiß. Ich weiß doch, ich überziehe schon wieder. So. 40 sind wahrscheinlich nicht genug, aber das dürfte genug sein, ja. Das sollte reichen. So. Gehen wir mal hoch. Machen wir gleich hier diesen. Hier ist hier dazwischen was? Nein. Okay. Achso, das ist jetzt eins zu weit raus. So. Dann hier können wir auch schon. Ja, und hier geht es sich auch wieder nicht aus, aber das ist jetzt kein. Das ist jetzt nicht. Das ist wirklich kein Weltuntergang. So, das wäre dann das Richtige. So geht's dann hier drüben weiter. So, jetzt ist die Frage, ob es hier außen noch. Ja, klar. So. Und hier wird es dann so weitergehen. Das machen wir dann wieder von unten. Ist, glaube ich, intelligenter. Ist intelligenter, wenn wir das von unten machen. So. Dann gehen wir nochmal kurz raus aufs, rauf aufs Dach. Essen mal im Fahrstuhl eine Kleinigkeit. Am Gerüst. Am Gerüst. So. Da habe ich jetzt irgendwo ein Baufehler. Nein, das ist kein Baufehler, das passt schon. Das ist das, wo ich gerade drauf stehe. Das ist dieselbe Linie. Das ist dieselbe Linie, auf der ich gerade stehe. Genau, bingo. So, hopp. Axt. Nein, verdammte Axt. Ja, Baumaterial. Immer schön aufsammeln. Man braucht jeden einzelnen Bissen davon immer wieder. So, jetzt machen wir hier das fertig. Und jetzt. So. Und jetzt müssen wir auch hier und da. Warte, wo haben wir es denn? So. Und so. Bis hierhin. So würde ich ja hier langkommen. Und auch hier müssen wir jetzt ein bisschen wieder nachgeben. Genau. Ich würde jetzt auch hier in diesen beiden Fällen raten, einen vollen Block zu verwenden. No. So, auch hier einen vollen Block zu verwenden. Und jetzt sieht man es schön. Jetzt sieht man das schön, wie hier das Dach zusammengeht. Und von oben müsste das jetzt auch schön homogen aussehen. Uno Moment, da. So. Stimmt das überhaupt? Ja, stimmt. Alles gut. Das heißt, ich habe hier eigentlich das dann noch. Ja, und hier wieder vorsichtig sein, weil hier ja wieder. Genau. Das heißt, das ist im Endeffekt jetzt noch das letzte Stück, das mit den. So, das müssen wir nochmal austauschen. So. Zack. Und jetzt passt's. Jetzt kommt das dann noch darauf. Genau. Und da habe ich dann schon. Warte, wie? Habe ich da jetzt einen Baufehler drin? Ja, ich habe einen Baufehler drin. Ja, die ganze Reihe ist ein Baufehler. Nein! Die ganze Reihe ist ein Baufehler. Und das heißt, ich habe auch zu wenig Material. Naja. So sei es. Warte mal.
Welche Reihe habe ich jetzt gesagt? Das ist ein Baufehler, die hier, ne? Weil das kann keine Halbstufe sein. Weil das muss noch ein so einer sein. Das heißt, die ganze Reihe ist falsch. Zeichnen wir es uns an. So. Und die Reihe muss auch so sein. Ich lasse den Bogen jetzt mal da auf der Seite liegen. Das heißt, auch das hier ist falsch, weil das hier ist eine Halbstufe. Ah, eine Treppe. Dann, ja, ah, okay, ich hab nur den vorletzten falsch gemacht. Okay, gut. Das heißt, das hier stimmt jetzt wieder und hier ist es falsch. Ab hier ist es falsch. So. Bis hierhin ist es falsch. Es stimmt schon, dass dann eine Halbstufe draufkommt. Das ist schon richtig. Aber, also das ist richtig. Aber hier gehört noch eine Treppe ran. Das muss ich jetzt natürlich noch berichtigen. So. Sammeln wir mal das ganze Material an. Das müssen wir jetzt noch berichtigen. Weil das ist falsch. Und dann, aber wirklich dann hören wir auf. So, das heißt, wir machen aus dem hier noch Stufen, also Treppen. So, 42 sollten wirklich reichen jetzt für den Rest. Aber von hier sieht man jetzt schon, wie das aussehen sollte. Ja, so hier sieht man das jetzt schon schön, wie das Gebäude jetzt im Endeffekt aussieht. Und da ist der gute Logan. Der gute Logan. Guten Tag. Huhu. Ein großartiger Baumeister, unser Logan. Großartiger Baumeister, Schiffsbaumeister. Wahnsinn, was der erschaffen kann. In kürzester Zeit entstehen da gigantische Mengen und Größen an Schiffen und Flotten. Also Hut ab vor dem guten Logan. Der macht das wirklich wahnsinnig gut. So. Und das da kommt jetzt bis davor. Hier müssen wir wieder eine Mitte einbauen. Das geht leider anders nicht. So. So. Und hier nur das obere. Und so müsste sich jetzt eigentlich der Kreislauf schließen. So müsste sich jetzt der Kreislauf schließen. Ah, Baufehler. Aber jetzt müsste es passen. Haha, perfekt. Es passt perfekt. So. 11 Stück haben wir noch. Ah ne, wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr. Und genau. Und jetzt geht das hier noch so zu. Und jetzt darf man sich hier in der letzten Konsequenz nicht beirren lassen. Hoppala. So, man darf sich jetzt hier nicht beirren lassen. Ich darf jetzt nicht hier das jetzt noch so vorziehen. Das wäre falsch. Das Dach endet ja hier. Das ist die höchste. Das hier ist quasi. Das hier ist die höchste Stufe von dem Dach. Also nicht hier jetzt noch eine Halbstufe reinziehen, weil das sieht verlockend aus. Aber nein. Das hier ist genauso das Dreierflachdach wie hier. Ja, also nicht jetzt hier in Verlockung kommen und sagen so, ne? Ich baue hier noch was. Das wäre falsch. Dementsprechend schlafen müssen wir. Wir schlafen doch mal auf dem Dach. Also nicht jetzt quasi hier euch verlocken lassen. Ja. So, wir schlafen mal schnell. Jetzt sind wir schon 3. Am Ende sind wir sogar noch 3. Am Ende waren es 3. Vielleicht heißt sogar die Folge heute so. Elysion ist auch noch da. Sehr schön. Am Ende waren es 3. So. Aua. Und ich hau mich hier schon wieder an. So. Okay. Also. Wir haben's. Wir haben es. Die Häuser. Ich finde das schön, dass die Häuser eben so ein bisschen abstrakt stehen. Jedes für sich. Jedes für sich einzeln steht. Und auch diese Dachform hier gefällt mir total gut.
Satteldach mit Seitendach, also mit so einem Einzug. Total gut. Hier wieder so ein hohes Satteldach mit einem kleinen. Und hier so ein Einzugssatteldach. Richtig schön. Ja. Genau. Und so wie das hier ist, mit so einer wunderschönen Flora, das werden wir hier alles machen. Und wir werden hier auch noch eine Allee hinzaubern. Hier auf der Seite werden wir eine Allee hinzaubern. Habe ich euch in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt. Jetzt erzähle ich es euch noch zwei, dreimal. bis ich es selber nicht mehr weiß, wie oft ich es erzählt habe. Aber das ist schon gut so. Und wie gesagt, hier kommt das hin. Hier kommt dieser Baumallee hin. Hier nehmen die Bienen. Total gut. Schauen wir uns mal an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war jetzt schon lange nicht mehr die Bienen. Oh, seht euch das an. Ich habe die Bienen jetzt schon so lange nicht mehr geerntet. Ich muss das machen. Seht euch das an. Wahnsinn. Ich muss die Bienen ernten gehen. Leute, es tut mir leid. Ich muss die Bienen ernten gehen. Ich kann diesem Treiben nicht zusehen. Ja, und währenddessen ich mich aufmache, die Bienen zu ernten, die tun mir schon echt leid. Es ist schon alles überfüllt. Die wissen schon gar nicht mehr, wohin mit dem Honig. Sag ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, freut mich natürlich immer irrsinnig, dass ihr hier so fleißig zuseht. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, habe ich jetzt am Ende immer so noch ein Kanalvideo hinten dran hängen. Wo ihr quasi ein anderes Video von mir ansehen könnt. Vielleicht ein vorangegangenes oder so. Und natürlich auch noch den Abonnier-Button dazu, falls ihr das noch nicht gemacht habt und hier reinschaut. Bitte freue mich total gut. Also ich freue mich richtig irrsinnig riesig über weitere Abonnenten und natürlich auch über Leute, die die Glocke aktivieren, damit ihr jedes Video, was neu rauskommt, auch gleich in eurem E-Mail-Postfach findet oder wie auch immer, Google euch das vorschlägt oder wie auch immer. Ja, freue ich mich natürlich irrsinnig darüber. Vielen lieben Dank, dass ihr das macht, dass ihr da auch immer bei mir seid und hier mitmacht. Total gut. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ja. Macht das Beste daraus, aus jedem schönen Tag. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Und da möchte ich jetzt trotzdem noch ein Fenster haben. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich möchte hier ein Fenster haben. Sieht besser aus. Hier möchte ich jetzt noch ein Fenster haben. So, und in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Schön, dass ihr da wart. Und alles Liebe. Und es war mir natürlich wie immer ein Volksfest mit euch. Tschüss.